Ja. Und damit willkommen zurück zu Goodbye Deponia. Goodbye Deponia. Haben wir eigentlich schon, ich weiß gerade echt nicht, was ich im Screen ja, also auf der Ebene oder wie auch immer man es nennen möchte, zum stylischen Interface, einfach mal weitergehen zum blauen Rufus. Man nennt Rufus. Rufus. Okay. Sieh mal einer an. Ich bin direkt am Fuße der oberen Aufstiegsstation gelandet. Dem Sitz der Organon-Hauptverwaltung und dem Ankerplatz des letzten Hochboots nach Elysium. Also ab jetzt sollte ich vorsichtig sein. Also noch vorsichtiger als sonst. Hier wimmelt es ja geradezu von Organonen. Sie ziehen sich offenbar aus der Stadt zurück. Was haben die nur vor? Vielleicht kann ich sie belauschen. Los, beeilt euch! Da sind immer noch Kisten, die mit nach Elysium sollen. Nein, nicht die dort. Die soll zur dritten Zwischenebene. Okay. Einen Bürgen finden. Ich kann jetzt an dem Bild nicht wirklich irgendwas erkennen. Okay. Tor öffnen, Rebell... Tor... Haben wir da ein Tor? Hä? Okay. Rebellenlager finden, bla bla bla. Boso? Ich bin Boso. Ach, das ist Boso. Ach so. Boso von seiner Depression kurieren. Wenn er so mit dem Lächeln rumläuft, dann mache ich mir doch kleinere Gedanken. Ein Weg der Aufstiegsstation, ein Weg, um euch den Aufstiegsgrund abzuluxen, Aufstiegsgrund stehlen. Am Organon vorbei den Aufstiegszoll schleichen. Ablenkungsangriff starten. Oh Gott, Kapitel 12. Ich würde sogar fast befürchten, dass das letzte ist. Huhu. Hm? War da was? Ist da jemand? Korridor! Wahrscheinlich nur Einbildung. Hä? Keiner da. Ich würde fast denken, da Rufus wahrscheinlich öfter mal Stimmen hört, über seine eigene, gehe ich zumindest stark davon aus, wird das jetzt nichts komisches für ihn gewesen sein oder so. Okay, ich habe hier einen Knopf. Kiste. Was könnte das sein? Kiste. Organon Einmarsch, Organon Aufsicht, die Aufstiegsstation. Heieieiei, hier ist ja ordentlich was los. Wir haben hier auf jeden Fall einen Lichtstrahler. Vielleicht kann ich ja von hier irgendwie irgendwo versuchen. Nanu, da bewegt sich doch etwas. Hallo, ist da jemand? Verdammte Hacke! Dieser Schweinescheinwerfer versaut mir den ganzen Plan. Solange der Wachmann nichts Besseres zu tun hat, bleibe ich lieber hier im Schatten. Okay, ich habe nichts dabei, um ihn abzulenken. Oh, endlich funktioniert hier mal was. Ich wette, die anderen beiden kommen nicht so gut voran. Diese Safthainis. Sagt der, der nichts gemacht hat, außer auf... Was ist das? Und zum Abschluss unseres heutigen Programms habe ich noch einen ganz besonderen Leckerbissen für euch. Ihr kennt ihn alle. Ihr liebt ihn alle. Ist das? Und hier ist er nun mit seinem aktuellen Smash-Hit. Cowboy Dodo mit Schau mich an. Eine solarbetriebene Leuchtreklame. Sehr fortschrittlich. Yeah. Du weißt nicht, was du willst, wer du bist, wo du stehst, woher du kommst, wo du bleibst oder kurz wohin du gehst. Aus eigener Kraft, nie irgendwas geschafft. Völlig ehrenhaft schmorst du in deinem Saft. Es ist okay, du bist autark, wie Metall mit Eigenleitung. Du schaffst von nichts, doch wenn du schaffst, dann wär's eine Eigenleistung. Du holst dir nie ein Rad, liest nie eine Morgenzeitung. Hast von nichts eine Ahnung und hast doch eine eigene Meinung. Und es ist okay so. Dann holst du auf das Ego, was mich nervt, fragt man dich, na, wie geht's dir, sagst du, geht's. Warum kriegen alle Spacken was gebacken und ich niente? Warum bleibt die ganze Kacke an mir backen? Alter, wenn die dir nicht helfen lässt, dann bist du selber schuld daran. Willst du wissen, wie das geht, dann schau mich an. Wo ist das Problem, auch mal Hilfe anzunehmen? Lass doch mal den Profi ran und schau mich an. Alter, brauchst du eine Brille? Wächst die Grill auf der Pupille? Hast du was am Sehorgan? Mann, schau mich an. Ich bin der Cowboy Dodo, dip dap Dodo, schau mich an. Ey, Cowboy Dodo, Spot auf den Cowboy der Bar. Was sagt man dazu? Der Organon ist ein Cowboy Dodo Fan. Jetzt, da er abgelenkt ist, muss ich nur noch eine offene Kiste finden. Vorzugsweise eine, die nach Elysium mitgenommen wird. Und schon heißt es Goodbye, Deponia.
Schade, dass Goal nicht hier ist. Ich hätte ihr Schicksal nicht diesem blöden anderen Rufus überlassen sollen. Ach ja, wenn man nicht alles selber macht. Ich wette, die anderen beiden kommen nicht so gut voran. Diese Saftheinis. Oh, schau mich an, schau mich an. So ein blöder Fatzke. Oh, was soll's? Solange dieses Gejaule den Wachmann ablenkt, soll's mir recht sein. Keine Ahnung, ob's jemand mitbekommen hat, aber das dürfte Thomas Laut D. Etikett sein. Laut Etikett geht die hier zur nicht Thomas D., sondern Sie. Also nicht nach Elysium. Ich muss wohl eine andere Kiste finden. Das ist doch Zeitverschwendung. Ich sollte lieber eine Kiste finden, die nach Elysium geht. Ja, nehmen wir die hier. So ein Quark. Die ist mit einem Nummernschloss gesichert. Na, und hier? Das ist doch Zeitverschwendung. Ich sollte lieber eine Kiste... Der Sticker sieht gut aus. So ein Quark. Die ist mit einem Scheibenkleister. Solange da was draufsteht, bekomme ich die nie auf. Okay. Hey! Scheibenkleister. Solange da was draufsteht, bekomme ich die nie auf. Dir. So ein Quark ist mit einem... Mannschloss. Hier ist gar kein Etikett drauf. Ich muss wohl eine andere... Das ist doch Zeitversch... Ich sollte lieber ein... Ja, ist ja gut. Na, wer sagt's denn? Die hier geht nachher. Elender Murks. Die ist zu klein, um mich darin zu verstecken. Boah. Das ist doch Zeit. Ich sollte lieb. Der komplette Organon zieht sich in die Hauptverwaltung zurück. Es wird schwierig werden, sich unbemerkt dort hineinzuschleichen. Ich bräuchte eventuell eine Uniform. Er ist abgelenkt. Das ist meine Chance. Das sind haufenweise Kisten. Kiste. Oh, schau mich an. So ein blöder Fatzke. Oh, was soll's? Solange dieses Gejaule den Wachmann ablenkt, soll's mir recht sein. Smudo! Ich würde mich mal ganz kurz in die Kanalisation machen. While, Drakeroids. Ja, eine Sache noch. Bevor ich dort in der Finsternis für etwas Erleuchtung sorge, stell dich immer zwischen mich und die menschenfressenden Monster. Das ist gut. Wir wollen ja nicht, dass mir was passiert. Ich staune immer wieder, wie dämlich diese Organons sind. Und jetzt, nach dem einmaligen Erfolg von Schau mich an, ist es uns eine Freude, die erste exklusive Hörprobe seiner neuen Single präsentieren zu dürfen. Freuen Sie sich mit uns auf Cowboy Dodo mit Schau dich um. Oh Gott, jetzt auch noch die B-Seite. Du klotzt ja immer noch, du kommst ja nicht mehr runter, wie eine Zeitung aus dem Sommerloch. Reg dich ab, leg dich ab, schnapp nicht über, du weißt doch selber, wer nicht nachgibt, wird nicht klüger. Also guck mal doof, reicht schon, das ist hier eine Live-Show, sei es drum, du weißt schon, ich bin hier der Maestro, hab ich Soße an der Fratze, krieg ich da eine Glatze, läuft nicht was auf YouTube, irgendwas mit Katze? Du schaust mich an, als gäb's grad nichts anderes in der Glotze, ich kann's nicht einmal übel nehmen, weil ich genauso kotze, wenn ich überall nur Schrott seh. Glaube mir, das tue ich, denn wir wohnen ja auf Deponia, da ist's halt nicht so blumig. Überall im Übel ist auch irgendwo Elysium, da stehst du falsch rum und schau dich um. Was ist dein Problem? Gibt's hier irgendwas zu sehen? Ey, was glotzt du denn so dumm? Schau dich um. Hast du Scheuklappen, Schleudertrauma, Schiss oder Rheuma? Bist du taub? Bist du stumm? Mann, schau dich um. Hör auf Cowboy Dodo, schau dich um. Ey, Cowboy Dodo, dip, dap, dubub, dub, bip, 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 schau dich um. Da hat er gar nicht so unrecht. Man sollte sich wirklich viel mehr umschauen im Leben. Sonst verpasst man doch die ganzen Eindringlinge. Alarm! Es ist ja entsetzlicher als befürchtet. Bist du mein Papa? Oh Gott, das will ich nicht hoffen. Wenn doch, dann schlägst du eher nach deiner Mutter. Ich bin Rufus. Entschuldigen Sie bitte die mangelnde Zurückhaltung meiner Schwester. Sie freut sich nur, dass wir endlich einen Erwachsenen gefunden haben. Ich bin Rusty. Das ist Gretchen. Und unser kleiner Bruder heißt Hansel. Ein Strohhalm namens Hansel?
Eure Eltern waren echte Sadisten, hä? Zumindest haben sie uns hier in der Kanalisation ausgesetzt. Wir irren schon eine ganze Weile alleine durch die Dunkelheit. Können sie uns vielleicht helfen? Können kann ich schon, aber wollen tue ich nicht. Verzieht euch! Aber das ist nicht die angemessene Reaktion. Als Erwachsener haben sie die Verantwortung, armen Kindern in Not zu helfen. Ach ja? Nein, aber ich hab ja schon einen Rotzbalg an der Hacke. Ich kann mich doch nicht zerreißen. Ihr helft euch mal schön selbst. Husch! Rufus, wie er leibt und lebt. Rusty, Gretchen und Hansel. Na, da hab ich mir was eingebrockt. Noch mehr Kinder. Sitzt! Platz! Na, hören Sie mal! Wir sind doch keine Hunde! Das kann man wohl sagen. Hunde sind intelligent und verstehen einfache Kommandos. Na, da hab ich mir... Sitzt! Na, hören Sie! Wir sind doch... Das kann man wohl... Hunde sind intelligent! Sitzt! Na, hören Sie! Wir sind doch... Das kann man... Hunde sind in... Ja, pass mal bitte ganz kurz auf meine Freundin auf. Was in dem Zusammenhang echt komisch klingt. Oh Gott, die kommen ja mit. Hey, wenn ich euch nicht helfe, müsst ihr mir auch nicht hinterher dackeln. Ich befinde mich auf einem gefährlichen Abenteuer. Aber wir brauchen doch ihre Hilfe. Und ich sage euch, das ist nichts für Kinder. Ihr könntet in ein Plasmagefecht geraten. Oder gleich von dieser Hexe da drüben aufgefressen werden. Also wenn ihr mich fragt, sieht die ganz schön hungrig aus. Na also, ich verbitte mir solche Unterstellungen. Ich esse doch keine Kinder. Ach nicht? Ja, was treiben Sie denn dann hier? Ich sammle alte Flaschen und verkaufe sie dem Sewers Inn. Hier unten gibt es einen Pub? Na wunderbar. Ich könnte durchaus... Augenblick mal. Ihnen ist nicht zufällig ein Behälter mit einer grünen Flüssigkeit untergekommen? Doch. Und ich habe die 5 Slotty dafür bekommen. Oh, großartig. Nee. Siehst du, Goal? Ich hab doch gesagt, ich rette dich. Ah, Baby, also tatsächlich ist Baby-Baby-Goal ist ein bisschen süß. Den Pub besuchen und die Nukleinsäure zurückergattern. Ah, wir haben noch nicht mal 1 Slotty 25 für eine blöde Teigtasche. Da ist ein Pilz. Das sind ja lustige Pilze. Da geht's zur Laterne und da geht's wohin und da geht's zu einem aussätzigen Dorf. Welches tragische Schicksal hat diese arme Kreatur nur in die Kanalisation verschlagen? Es ist kalt, nass, dreckig. Und es gibt sogar gruselige Hexen, wie die da. Armer, armer Rufus. Ja, ja, so ist das. Hallo nochmal, ungnädige Frau. Ah, da ist ja der junge Vater wieder. Das sind nicht meine. Sie scheinen das anders zu sehen. Ja, aber ich hab's mir nicht ausgesucht. Glaub ich dir gerne. Falls du einen Tipp willst. Mama Cosimas selbst gehäkelte Schlupftüten sind extrem reißfest. Das ist eine bestimmt interessante Information. Wo ist hier eigentlich der Ausgang? Aus der Kanalisation? Es gibt keinen. Wer einmal hier unten gelandet ist, ist dazu verdammt, auf ewig hier zu bleiben. Auf ewig. Auf ewig. Dafür, dass Sie keine Hexe sind, schlagen Sie aber ganz schön auf die Kacke. Aber sowas von. Seit ich die Pille abgesetzt habe, leide ich permanent unter diesen seltsamen Stimmungsschwankungen. Ich möchte nicht wissen, was er für Pillen geschluckt hat. Wo haben Sie die Nukleinsäure noch gleich hingebracht? Ich habe sie für die 5 Slotty an das Sewers Inn verkauft. Life sagt, es sei eine Art Superdünger. Aber es war mein Superdünger. Das konnte ich nicht wissen. Immerhin werden ständig passable Düngemittel in die Kanalisation gespült. Und es passiert eher selten, dass Leute hinterher kommen, um Besitzansprüche anzumelden. Wundert mich gar nicht. Sie haben also 5 Slotty? Ja. Alle 5. Hä? Hier in der Kanalisation gibt es nicht viel Geld. Genauer gesagt, es gibt exakt 5 Slotty. Und im Augenblick gehören sie mir. Aber weiß wie lange noch. Ein sehr überschaubaren, stabilen Währungssystem. Das war es. Bis Hedgefonds und Spekulationen am Finanzmarkt zu massiven Leistungsbilanzdefiziten führten. Ja, ja, verstehe. Leihen Sie mir Ihre 5 Slotty? Nein. Ich will sie behalten. Ach, nun seien Sie doch nicht so. Was bringt denn aller Reichtum der Welt, wenn man ihn nicht mit seinen Freunden teilt? Ganz einfach. Ich liebe es, wenn sich Leute für mich zum Affen machen. Hey, das kann ich gut. Wofür brauchen Sie gleich die 5 Slotty? Ich behalte sie. Ich liebe es, wenn sich Leute für mich zum Affen machen.
soll das denn? Ich mache mich zum Affen. Dann haben sie ihren Willen und könnten mir eigentlich ihre 5 Slotti geben. Also für mich klang das mehr nach einer verrosteten Wasserleitung. Heißt das, ich habe mich vollkommen umsonst erniedrigt? Nein. Keine Sorge. Um sich zu erniedrigen, braucht man zunächst einmal ein gewisses Niveau. Und Sie haben nicht zufällig Interesse an ein paar leckeren Kindern? So ein Zufall. Die kosten genau 5 Slotti. Aber Herr Rufus, Sie können uns doch nicht einfach so an fremde Leute verkaufen. Psst, jetzt. Das ist eine Erwachsenenunterhaltung. Keine Sorge, Junge. Ich bin nicht interessiert daran, mir von irgendeinem dahergelaufenen Dummkopf Kinder andrehen zu lassen. Ich will ja nicht so enden wie meine Mutter. Gut gegeben. Yummy, 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 lecker Kinderchen. Jetzt neu. Ich hab's dir schon mal gesagt. Ich bin nicht interessiert an deinen Belgern. Wenn ich wollte, könnte ich ein ganzes Getreidesilo voll von den Dingern haben. Aber ich habe mich nun einmal für die Karriere entschieden. Ja, ich gehe davon aus, dass Pfandflaschensammeln auch sehr lukrativ sein muss. Da gibt es tatsächlich ein tanzendes Äffchen. Du meinst das Äffchen beim Leierkasten, Mann? Das habe ich schon gesehen. Es ist ein erbärmliches Äffchen, kann nicht mal tanzen. Da spare ich lieber. Ich muss gehen. Aber warum denn? Es war doch gerade so nett und... Moment mal. Ist das Wasser hier gerade wärmer geworden? Wie gesagt, ich muss los. Gott zum Gruße. Ach, Rufus. Was sind das für Pilze? Man braucht keine mykologische Ausbildung, um zu erkennen, dass dieser Pilz hier vollkommen ungefährlich ist. Das, sehe ich, was? What? Aua! Und der hier? Aua! Und der hier? Aua! Da oben ist noch einer. Vielleicht. Aua! Ach, Oma, dann mache ich mich ja für dich zum Affen. Hallo nochmal. Ah, da ist ja der junge Vater wieder. Ich habe mich verklickt, es tut mir leid. Wofür brauchen Sie gleich die 5 Slotti? Ich behalte ich lieb. Ich muss ich gehen. Ich hab mich doch zum warum? Affen es war doch gerade... Moment, ist das... Wie gesagt... Gott zum... Ja, das Wasser ist wärmer geworden, weil aus Gründen. Du spinnst, Rolfi. Wieso denn? Nur weil ich entschieden habe, mich in Zukunft vegetarisch zu ernähren? Genau deshalb. Du bist nun mal ein Schleimmonster. Und Schleimmonster essen Kinder. Ich kann mich ändern. So. Das ziehst du niemals durch. Wie damals die Sache mit deinem Fernstudium. Wir werden das sehen. Na dann, guten Appetit. Ich für meinen Teil hau mir jetzt ein paar Kinderärmchen auf den Grill. Mach das. Ich penne erstmal eine Runde. Versuch den Mund diesmal nicht so weit offen zu lassen. Am Ende schwimmen dir noch ein paar Kinder rein. Du mich auch. Ja. Die Sache mit dem Blub. Eine wirklich ideale Stelle für ein Nachtlager einer Antenne. Steckdosen, Steckplätze, Sicherung. Da ist ein Hebel, da komme ich aber wahrscheinlich nicht ran. Ah, doch. Doch. Und so. Hey, guck mal, eine Antenne. Hey, hey, und ohne sie abzubrechen. Das dürfte eine Premiere sein. Applaus, Applaus. Entweder die wiederholen gerade die 2. Staffel von Schwarzer Bär um Mitternacht in seiner Höhle oder der Kasten ist aus. Ich schätze mal, der Kasten ist aus. Und was? Frag ich Sie. Gibt es Leckereres als ein Fleisch im Teigmantel? Wie das duftet. Eine Kochshow. Genau das Richtige zum Einschlafen. Wo sollen wir hier denn schlafen, Herr Rufus? Es ist viel zu kalt und dunkel.
Ich wüsste da eine ideale Stelle für ein Nachtlager. Aber. Bevor wir das tun, werden wir ins Aussätzigendorf. Drehorgelspieler. Das ist ein komisches Äffchen. Türsteher. Das ist bestimmt ein Nerd. Goon? Und wer ist June? Achso, das ist ein Dunkelhäutiger. Okay, habe ich nicht sofort erkannt. Wagenheber. Irgendwas fehlt an diesem Wagenheber. Etwas zum Kurbeln. Und es müsste genau in diese Kurbelhalterung da passen. Was könnte das nur sein? Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht eine Kurbel. Oh, guck mal, ein Kurbelauswurfknopf. Keine Kurbel zum Auswerfen da. Schade. Hiermit erkläre ich meine Suche nach dem fehlenden Glied zwischen Mensch und Affe für beendet. Denn von so einem möchte ich gar nicht abstammen. Was für ein lustiges Äffchen. Ich bin kein Affe. Und es spricht. Kannst du noch andere Tricks? Ich kann dir dein Nasenbein ins Gehirn rammen, wenn du unbedingt willst. Das will ich sehen. Boah. Ich dachte eigentlich sowas wie mit Köteln werfen oder so. Irgendwas Lustiges halt. Oh, scheinbar nicht, ne? Bei der Musik kann man ja ein Auge zudrücken. Aber an dem Show-Act muss noch ein bisschen gefeilt werden. Was kostet es, das Äffchen tanzen zu sehen? 5 Slotty. Und wenn ich ihm eine Erdnuss mitbringe? Hey, ich bin kein Affe und der Preis ist nicht verhandelbar. Wow, es kann sprechen. Na gut, sagen wir 2 Erdnüsse. Okay. Mit solchen Typen kann man nicht verhandeln. Die kennen nur eine einzige Sprache. Irisch. Bitte was? Ich versuche mal, die Sprosse zu erklimmen. Was ist denn jetzt schon wieder? Herr Rufus, wir kommen nicht hoch. Wer sagt denn, dass ihr hier hoch sollt? Wir müssen bei Ihnen bleiben. Hier ist es viel zu gefährlich für Kinder wie uns. Das ist doch dummes Zeug. Gefährlichkeit ist wie Gespenster. Sowas gibt's gar nicht. Und hier schon gar nicht. Die ganze Gegend voller netter Leute. Na los, geht pielen. Hey, psst. Da ist ein Mitschnagger. Soll ich jetzt die Kinder retten? Müssen die überhaupt gerettet? Ich würde gerne mal mit Goon sprechen, weil Goon und June sind scheinbar ein Paar. Das ist mir alles jetzt zu viel. Zu viel des Guten, zu viel des Guten.